Herr Dr. Redinger, was kann man sich unter der Schlüssellochchirurgie vorstellen? Die Schlüssellochchirurgie oder minimalinvasive Chirurgie heißt, dass man über kleine Einschnitte im Bauch mit der Kamera und verschiedenen langen Instrumenten arbeitet und im Prinzip statt einem großen Schnitt, einem großen Bauchschnitt, mehrere kleine macht und dadurch natürlich das Gewebetrauma im Bereich der Bauchdecke massiv vermindert und natürlich auch kosmetisch deutlich ein besseres Ergebnis erzielen kann. Welche Herausforderungen bringt denn das Training mit dem Trainingssimulator? Es ist vor allem für die jungen Kollegen gut zum Üben, weil doch ganz bestimmte Schwierigkeiten bestehen bei der Laparoskopie. Durch das, dass wir natürlich nur zweidimensional am Monitor das sehen und aber dreidimensional arbeiten, ist das am Anfang sicher das Schwierigste für die jungen Kollegen, die mit der Laparoskopie beginnen. So ein Trainingsgerät ist insofern gut, weil man natürlich bestimmte Übungen machen kann. Da geht es um die Handkoordination und dadurch natürlich eine gewisse Routine kriegen kann. Schlussendlich ist es recht gut vergleichbar mit dem Operieren am Mensch. Es hat ein paar Schwächen, aber so im Großen und Ganzen ist es sicher gut für den Einsteiger. Also kann man sagen, es ist sehr realitätsnah? An sich schon. Es gibt bestimmte Sachen, die fehlen natürlich, weil es technisch wahrscheinlich schwierig ist. Also die Widerstände, wenn man am Gewebe anfasst, zum Beispiel, ob etwas verhärtet ist oder so, das hat man ja auch im Gefühl. Also das fehlt leider, aber das ist sicher technisch sehr schwierig umzusetzen. Aber sonst, die Übungen sind sehr gut.